Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. In der letzten Folge habe ich damit begonnen, einen Science-Fiction-Gang zu bauen. Zumindest ein Element eines Science-Fiction-Gangs, ja. Der Plan ist jetzt, dieses Teilstück fertig zu bauen und dann immer wieder zu duplizieren, sodass ich daraus einen ganz langen Gang dann quasi erstellen kann. Und das möchte ich jetzt noch weiter bauen an der Stelle. Ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen was fertig setzen. Die Blöcke sind noch nicht komplett. Wir müssen dann auch mal gucken, welchen Abstand wir dann zwischen den Streben wählen. Also wir haben ja jetzt hier so längliche Teile eingebaut und hier so eher Teile, die so parallel gehen, also horizontal, und wir müssen dann mal gucken, welches Verhältnis wir dann auswählen zwischen den quasi parallelen Linien, den horizontalen Linien, den vertikalen Linien. Müssen wir mal alles dann noch austesten, ja. Der Plan ist, machen wir das so, begrenzen wir das so. Ja, ich würde sagen, wir begrenzen das so, das ist cool. Weil es ist ja immer noch ein Gang, ja, es ist ja keine Halle oder so, es ist ja ein Gang. Und da finde ich das ganz cool, wenn das hier unten abgeschnitten ist, also wenn das begrenzt ist. Aber vielleicht nicht so krass. Machen wir das mal hier, genau, das führen wir hier mal fort. Und mir wird gerade eine Sache klar, ich muss auch die Bodenblöcke muss ich ersetzen. Ja, da müssen wir mal hier so mal was dazugeben. Ah, die Bodenblöcke, genau. Wartet mal. Die Bodenblöcke. Da müssen wir mal jetzt gerade gucken. Was können wir denn da Cooles nehmen? Für den Boden. Also wir haben ja die Möglichkeit, ihr könnt jetzt auch mitbestimmen, ja, im Live-Chat, was wir dann da jetzt so nehmen an Blöcken. Genau, wir könnten zum Beispiel das Licht in den Boden einbauen. Das wäre auch cool. Man könnte hier zum Beispiel hier so Lichtleisten einbauen. Das würde auch gehen. Oder hier so. Boah, ist das geil. Es gibt so viele Möglichkeiten gerade. Und ihr könnt auch mitbestimmen, welche Bodenplatten ich wählen soll. Also Holz würde ich nicht nehmen tatsächlich. Holz würde ich ausschließen. Fliesen, finde ich, sehen ein bisschen intensiv aus. Aber was cool ist, zum Beispiel sowas hier. Das ist gar nicht schlecht. Wenn wir hier so ein Karo-Muster auf dem Boden haben. Sowas. Das würde auch oben ganz gut passen eigentlich, so an diesen Blöcken da, an diesen Stellen. Ich finde, so ein Muster ist eigentlich gar nicht schlecht. Es ist auch sehr subtil, es ist nicht zu intensiv, weil die Fliesenblöcke, die sind immer so sehr kleinteilig so. Also, oder beziehungsweise sehr, sehr, wisst ihr, was ich meine? Die sehen so intensiv irgendwie aus. Und auch so unförmig. Das sieht irgendwie nicht gut aus, finde ich. Da sieht das hier schon irgendwie cooler aus. Man könnte natürlich auch diese Blöcke benutzen, die ich mir schon mal hier reingezogen habe. Na, so. Dann könnte man genau das einfach hier benutzen an der Stelle. Wenn man das jetzt hier, wenn ich hier das nochmal weglösche. Muss aufpassen, dass es jetzt nicht vom Lift fällt. Aber ich glaube, wenn ich das hier so mache, muss das gehen. Das könnte man auch benutzen am Boden. Es würde auch ganz cool aussehen eigentlich. So längliche Strukturen. Man könnte es auch schräg setzen in die andere Richtung. Es würde auch gehen. Vielleicht, ich habe eine Idee. Ich habe eine super Idee. Wir machen das so. Wir machen das so. Hier fülle ich nochmal auf an der Stelle, dass wir hier ein bisschen mehr Spiel haben. So, und dann in der Mitte diese Quadrate. Dann haben wir ein sehr spannendes Muster. Dann haben wir hier nochmal so eine parallele Linienführung zur Wand. Und das gibt dann wieder so eine fließende Struktur, die so in eine Richtung sich bewegt quasi, so rein optisch. Na, das hat nochmal sowas von Gang. So, weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? So. Das sieht, glaube ich, sehr cool aus. So. Genau, und jetzt hier müssen wir nochmal auffüllen noch an der Stelle. Moment. Nehmen wir mal das hier rein anstelle der Werkzeuge, die wir da haben. So. Komm schon. Ja, machen wir es so. Und so. Ja, 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 ja,
Ja, ich muss mir auch gerade, ich muss mein Gehirn gerade dazu zwingen, sich das so vorzustellen als geschlossenem Gang. Das ist gar nicht so einfach gerade, sich das so quasi immer hintereinander vorzustellen. Ja, es erfordert einiges an Abstrahierungsfähigkeit im Kopf so. Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn wir es dann wirklich mal hintereinander sehen, ist das ziemlich cool dann. Das muss ich noch abdecken hier. So, genau, und hier müssen wir auch noch mal einen Block zugeben, damit das alles schön einheitlich ist, weil das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir das einheitlich machen. Komm schon. So, 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 so und so. So, so. Und so und so. Genau. So, damit wir jetzt hier noch ein bisschen mehr Strecke machen quasi, würde ich doch mal sagen, verlängern wir einfach hier nochmal dieses Teilstück. Ich würde sagen, zwischen diesen Teilen, also diesen Elementen und zwischen diesen Elementen sollten so vier Blöcke liegen. Also diese Elemente sollten nochmal hier das Doppelte dran haben. Ja? Ich finde, das sollte noch ein bisschen ausgedehnter sein. Also hier so. Huch. Ach, wieder verrutscht. So, genau, und dann so. Das müssen wir natürlich dann entsprechend wieder auffüllen. Ah, jetzt haben wir natürlich hier das Problem, dass diese Dinger hier. Da müssen wir uns jetzt hier an der Länge dieser Teile orientieren. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach eine Länge von Zweien. Das müssten dann, wie viele Blöcke sind denn das dann eigentlich? Eins, zwei, Moment. Hier dazwischen jetzt. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist sogar eine runde Zahl. Das ist doch gut. Dann nehmen wir das doch einfach so. Dann baue ich jetzt einfach diese Elemente hier, diese Strukturen, die baue ich jetzt einfach nochmal bis hierhin aus. Ah! So. Genau, auf der Seite hier auch. Und auf der hier. Ah, jetzt habe ich es zu weit gebaut. Wusste ich doch. Ich habe es irgendwie im Gefühl gehabt, dass es zu weit war. Okay, das sieht gut aus. Und jetzt müssen wir das Ganze hier noch weiter durchziehen. Ich sehe gerade, wir brauchen eigentlich den unteren Block hier gar nicht. Ah, wartet mal, hier fällt gerade was auf. Guckt mal, seht ihr das? Hier ist so ein kleiner Spalt dazwischen. Seht ihr den? Den müssen wir natürlich stopfen. Den müssen wir stopfen. Das geht ja mal so gar nicht. Das machen wir aber hier mit normalen Zementblöcken. Das passt schon. Das sieht man ja nicht so. Das ist ja nur ein kleiner Streifen. Weil das hier so eine leichte abgeschrägte Kante hat, der Block. Und da sieht man, kann man dahinter sehen, was dahinter ist. Muss man aufpassen. Aufpassen, muss man da aufpassen. Ja. Bären Safe Bau Dingsbumsding. Das ist jetzt die offizielle Bezeichnung davon. Also ich erkläre nochmal, was wir gerade bauen, ne? Das ist ein Science-Fiction-Gang, wird das. Ja, für meine Villa möchte ich ja so ein paar abgefahrene Science-Fiction-Gänge bauen. Und das ist jetzt quasi ein Element für so einen Gang. Und das wird dann einfach über den Lift gespeichert und dupliziert. Und dann können wir das nämlich unendlich oft quasi immer wieder hintereinander setzen. Und können ganz schnell auf diese Art und Weise ein Gangsystem unter die Villa bauen. Das ist jetzt gerade so der Plan. Nur mal so als Erklärung für die Leute, die es gerade nicht raffen, was ich hier eigentlich gerade mache. So. Machen wir das mal so, so, so und so. So, 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 so. Genau. Und dann brauchen wir wieder hier die Blöcke. Jetzt habe ich es verdreht, ne? Also, egal, jetzt passt es, jetzt passt es. So, genau. Flup, 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 flup. Das gleiche hier nochmal. Dann müssen wir es noch einfärben. Ups. Einfärben ist ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. Habe ich es hier richtig gemacht eigentlich? Ist der Abstand richtig? Ja. Abstand ist gut. So. Weil die Farben sind auch wichtig. Es soll natürlich überwiegend weiß sein, ne? Das ist klar, weil weiß ist so eine typische Science-Fiction-Farbe. Wie jetzt hier gerade schon der, glaube Eisninja hat es schon geschrieben, Institut-Style, so ein bisschen wie in Fallout 4, das Institut. So ungefähr, das ist ein guter Vergleich eigentlich vom Look her. Mein Vergleich wäre halt noch Alien, ja.
Der erste Alien-Film, der hat auch so ein bisschen so einen Look gehabt an einigen Stellen. Die Crew-Quartiere, so, die haben mal so einen Look gehabt. So, genau, okay, das ist doch gut. Jetzt müssen wir da oben noch die Strukturen wieder ein bisschen noch in die Richtung weiter fortführen. Ja, das passt. Es dauert natürlich ein bisschen, bis man jetzt hier diese eine Vorlage gebaut hat. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich würde das jetzt nicht so machen. Ich würde das nicht auf dem Lift bauen und dann duplizieren. Stellt euch vor, ich würde das jetzt wirklich für jeden einzelnen Block, für jeden einzelnen Abschnitt würde ich das einzeln setzen. Da würde ich erstmal in 100 Jahren wahrscheinlich fertig sein mit der Villa, weil das einfach so komplexe Strukturen sind, diese Gänge. Ja, das kann man gar nicht fertigstellen eigentlich. Das würde viel zu lange dauern. Deswegen der Trick mit dem Duplizieren auf dem Lift. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Sonst würden wir hier nie ein Ende sehen an der Stelle, ja. Weil jetzt dauert es ja schon lange, das zu bauen. Und das ist ja nur so ein kleiner Abschnitt. Man muss dazu auch fairerweise sagen, es dauert vor allem deswegen gerade ein bisschen länger, weil ich halt wirklich aufs Design achten möchte, dass es halt cool aussieht, ja. Das ist mir gerade ganz wichtig. Deswegen müssen wir noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren, ne? Es geht nicht mal alles so husch, husch und so, ne? Das geht nicht. Das kann man nicht machen. So. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Oh ja. Oh ja. Nice. Das sieht doch cool aus. Könntest du in der nächsten Zeit mal eine Bärenstatue bauen? Es wurden schon von Zuschauern tatsächlich Bärenstatuen gebaut. Weiß nicht, ob ich unbedingt eine selber bauen soll. Weil letztendlich würde ich das wahrscheinlich auch nicht anders machen, als wie es die Zuschauer im Scrap-Set schon gebaut haben. Deswegen weiß ich nicht. Also ich würde da lieber eher nochmal neuere Sachen versuchen zu bauen. So, ich versuche gerade so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die ganze Sache, indem ich hier noch ein bisschen durchlaufe. Ah, hier habe ich Blöcke vergessen. Hahaha. Ich wusste doch. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Es hatte sich doch schon so angefühlt. Hier. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Soll ich die Blockreihe hier unten auch noch voll durchziehen? Ich weiß es gar nicht. Kann man da durchgucken dann eigentlich? Ich füll's mal auf. Wer weiß. Vielleicht ist es so besser. So. Genau, jetzt wollen wir das mal einfärben. Und dann können wir ja schon mal so einen Konstruktionstest durchführen. So, das machen wir weiß, ne? Die Farbe der Unschuld. So. Schön weiß einfärben alles. Das wird jetzt ein bisschen eine Klickorgie. Und zwar eine richtig heftige Klickorgie. Aber ihr seht schon, wenn das dann eine einheitliche Farbe hat, ist das Gefühl für das Design schon mal wieder ein ganz anderes, ne? Das sieht dann schon wieder ganz anders aus. Weil diese ganzen Grenzlinien jetzt hier, die wir jetzt hier haben zwischen den Flächen, die verschwimmen dann so ein bisschen, die werden nicht mehr so offensichtlich. Und dann sieht das natürlich noch viel cooler aus am Ende des Tages. Und so ist es auch gedacht, ne? Allein schon diese durchgehende weiße Wand, die finde ich schon allein schon so total sexy, dass die keine Textur hat. Das sieht einfach cool aus irgendwie. Das sieht so sauber aus, wenn ihr versteht, was ich meine. So clean. Fast schon wie in einem Krankenhaus so ein bisschen. Ja. So ein bisschen Krankenhaus-Flugzeugmäßig. So labormäßig. Das ist eigentlich eine gute Bezeichnung. Es sieht labormäßig aus. Ja, das ist schon geil. Schauen wir mal. Ja. Eine Klickorgie. Aber fällt euch was auf? Es hakt auch nicht mehr so nach, wenn man so viel einfärbt. Das haben sie jetzt mit dem letzten Patch in Scrap Mechanic, haben sie das behoben, das Problem. Dass Scrap Mechanic dann immer so anfängt zu haken, wenn man viele Blöcke setzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel viel einfärbt bei einem großen Projekt. Das wurde alles gefixt. Das heißt, die Performance ist wieder noch mal ein Stück besser geworden in Scrap. Die arbeiten ja sehr hart daran, die Performance zu verbessern aktuell. Und ja, es funktioniert. Es fruchtet. Was immer sie da gemacht haben, funktioniert. So. Noch irgendwas vergessen? Ja, hier die Blöcke, die färben wir auch noch ein. Sicherheitshalber. Ich glaube, die sind eh nicht zu sehen, aber kann nicht schaden, die auch einzufärben. Sicher ist sicher. So, das auch. Na, die unten, da muss ich glaube ich nicht einfärben, oder? Kann man die durchsehen irgendwie? Nee. Aber hier, da unten, die müssen wir noch. Huch! Ich wollte eigentlich die hinteren erwischen. So. Und hier die auch.
So, jetzt die hier noch. Man könnte natürlich für den Boden, um den Boden ein bisschen noch abzuheben, ein bisschen eine Graufarbe nehmen tatsächlich, was gräulicheres. Sowas hier zum Beispiel. Und dann vielleicht so ein bisschen ein kleines Farbspiel. Vielleicht diese Blöcke tatsächlich grau lassen und die in der Mitte wieder weiß lassen. Ich mach mal erstmal alles grau. Könnt ihr ja uns dann mal angucken, wie es aussieht. Und die Lampen oben muss ich auch noch mal ein bisschen zentraler setzen. Die sind jetzt gerade ein bisschen sehr krass versetzt. Da muss ich mal ein bisschen noch mal was ändern. Ja. Und genau, die Lampen, die setzen wir mal. Die müssen wir mal anders platzieren. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ja, ich habe schon eine Idee. Ich weiß, wie ich es mache mit den Lampen. Ich weiß, wie ich es mache. Huch, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich irgendwas gelöscht, was nicht so gelöscht werden sollte. Moment. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Genau, wir ziehen das jetzt einfach mal zu mir. So, und dann nach unten eine Einheit. Wartet mal, nee, noch besser. Wir müssen da. Ah, Moment, Moment. Jetzt kommt hier langsam die Erleuchtung im wahrsten Sinne des Wortes. Die Lampenerleuchtung. Beleuchtung, Erleuchtung. Das ist die Beleuchtung, Erleuchtung jetzt, die jetzt hier gleich kommt. Passt mal auf jetzt hier. Wenn wir das so setzen. Vielleicht noch eine Ebene nach unten. Oder? Dass das so ein bisschen mehr abschließt. Gerade schließt es irgendwie nicht wirklich ab. Das jetzt so machen und dann so. Genau, so ist das cool. Und die andere Lampe, die bauen wir einfach. So, hier aufpassen, dass ich nichts so lösche, dass es runterfällt. Moment, wir machen mal sicherheitshalber da Blöcke rein. Die andere Lampe bauen wir jetzt einfach da ein. So, genau, dann machen wir sie weiß. Dann machen wir sie auf 20, damit sie schön hell ist. Und jetzt müsste eigentlich der ganze Gang ausgeleuchtet sein, tatsächlich. Ja! Boah, das sieht voll geil aus. Guckt euch das mal an, wie cool das aussieht. Hier mit diesen Schatten auch. Nice! Voll geil! Voll super! Genau, und jetzt ziehen wir da oben einfach. Ziehen wir einfach so ein bisschen so Deckenblöcke ein. Ah, okay, nee. Ah, den hier muss ich. Okay, den muss ich nochmal hier ein bisschen tiefer setzen, alles klar. Moment, das machen wir gleich. So nehme ich. Jawohl, so möchte ich das haben. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja. So muss das sein, genau. Jetzt haben wir hier ein schönes Muster. Und wenn wir das jetzt duplizieren, müsste das eigentlich ziemlich cool aussehen, so. Man könnte jetzt natürlich oben noch. Moment mal, ich habe noch eine Idee. Jetzt kommen hier die Ideen, jetzt kommen sie. Man könnte jetzt da oben noch so Lüftungsschächte einbauen. Oder irgendwas, was aussieht wie Lüftungsschächte. Zum Beispiel sowas hier, guckt mal. Wenn wir das jetzt nehmen. Muss man mal gerade schauen, wie breit das ist. Das ist schon zwei Einheiten breit, oder? Oder ist das eine Einheit breit? Ja, das ist zwei Einheiten breit, guckt mal, das ist doch cool. Dann können wir das mal. Mal das jetzt hier rauslöschen in der Mitte. Nochmal löschen. Oh nein, ah, scheiße. Das habe ich gerade nicht bedacht, dass da hinten. Dass es da hinten nicht festgedengelt ist. Kann man das nicht da anbauen? Moment, das muss ich mal gerade. Okay, man muss es auflegen auf eine Fläche, alles klar. Muss ich mal schnell schauen. Möchte nämlich diesen geriffelten Teil, den man da sieht bei dem Block hier, ne, der da so unten ist, den hier, den möchte ich gerne oben an der Decke haben. Ja, hier so in der Mitte da. Das sieht bestimmt geil aus, aber das muss man natürlich jetzt erstmal hinfingern. Ist gar nicht so einfach. Uah! Oh Gott. Ah, Moment, ich brauche das Schweißentool. Dahin. Muss das mal wieder festmachen hier. Das sollte nicht runterfallen. Ah, jetzt habe ich es eins zu tief festgemacht. Scheiße! Egal. Warte mal, wir löschen das einfach. Muss ich es doch löschen? Schon okay. So, dann mach mal weiß. Weiß! Weiß! So, einmal weiß. Und dann etwas stärker noch, genau.
Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Und dann geht es weiter mit dem Science-Fiction-Gang. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao!